Am 26. Juni stellte die Rostocker Straßenbahn AG auf dem Markt vor dem Rathaus ihre neue klimafreundliche Busflotte vor. Die insgesamt 15 neuen Fahrzeuge sollen in den kommenden Tagen in den Betrieb eingegliedert werden. Es sind nämlich genau 5 Elektro- und 10 Biomethanbusse, die wir momentan in unsere Flotte übernehmen und die zum großen Teil natürlich alte Dieselmodelle ersetzen, zu einem kleineren Teil auch für zusätzliche Linienfahrten zum Einsatz kommen werden. Ja, und das ist der erste große Schritt, den wir unternehmen auf dem Ziel zur Klimaneutralität 2035, beziehungsweise bei uns haben wir gesagt bis 2034. Mit ihrem klimaschonenden Verkehrsangebot erbringt die RSAG nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Antriebswende, gleichzeitig stellt sie ein positives Vorbild zum Thema Klimaschutz für die gesamte Stadt dar. Auch die Oberbürgermeisterin Rostocks begrüßt den Wandel und betont die Relevanz der neuen Fahrzeuge für die Zukunft. Die Stadt hat sich vorgenommen, klimaneutral zu werden, und das heißt, wir müssen an unserer ökologischen Verkehrswende arbeiten. Das heißt, wir brauchen eine umweltfreundliche Mobilität, und die RSAG geht hier mit diesen beiden Bustypen, einmal Elektro, einmal Biogas, einen ganz großen Schritt Richtung klimaneutrale Verkehrswende. Und da freuen wir uns natürlich, dass wir heute hier mit den Bussen auf dem neuen Markt schon mal zeigen können, wohin die Reise geht. Die RSAG sprach für die Ermöglichung des Projektes einen großen Dank an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Hanse- und Universität Stadt Rostock aus. Von den insgesamt 7,2 Millionen investierten Euro förderten diese das Vorhaben mit 5,9 Millionen Euro.